ganz herzlich zu der Walliser Nachricht auf der Oberwallis vom 14. Oktober 2008 an diesem Dienstag mit diesen Themen. Der Raul Loretan ist neuer Gemeindepräsident Leikerbad, anstehende Präsidentschaftswahlen Ziers und Zito und überfüllte Zeug in der MGB. Ein 46-jähriger Oberwalliser ist am Montagnachmittag oberhalb von Zermatt beim Transport von Holz mit Schien und Traktor tödlich verunglückt. Aus einem ungeklärten Grund ist der Traktor während der Fahrt gekippt und hat sich überschlagen. Laut der Kantonspolizei haben sie eine Untersuchung eingeleitet. Das Leikerbad hat still die Wahl von Raul Loretan als Gemeindepräsident für Wirbel gesorgt. Wegen seiner Wahl haben der Gemeindeschreiber und seine Stellvertreterin die Kündigung eingereicht. Der Grund? Vor rund 4 Jahren hat Raul Loretan auch die zwei Angestellten und auch der jetzige Gemeindepräsident Jean-Roland Rothen beim Staat angezeigt, weil sie Protokoll von Urversammlungen manipuliert haben. In der Folge hat die Gemeinde Raul Loretan angeklagt und er ist vom Bezirksgericht auch verurteilt gekommen. Der Jean-Roland Rothen und der Vizepräsident Christian Grichting überlegen sich wegen des sogar ihre Demission als Gemeinderat. In Siders kommt es im Rennen und das Präsidium zu einer Kampfwahl. Zum einen tritt Manfred Stucki von der CVP an, der am vergangenen Sonntag als drittbester Kandidat abgeschlossen hat. Zum anderen der François Genoux von der liberal-radikalen Liste. In Sito hingegen tritt Alfred Squarati nicht als Präsident und Kandidat an. Das, weil er bei der Stadtratswahl am Sonntag bei der CVP nur auf Platz 4 beleidigt hat. Die MG-Bahn ist auf der Suche nach einer Lesung für die überfüllte Züge am Wochenende Richtung Zermatt und Gums. Laut den Verantwortlichen fahren muss aber zurzeit schon im Vollbetrieb. Darum sind sie auf das Verständnis der Fahrgäste angewiesen. Auf den Fahrplanwechsel im Dezember hin soll es aber eine definitive Entspannung geben. Dann steht dem Unternehmen wieder mehr Rollmaterial und extra Zeit zur Verfügung. Der René Loretan tritt als Parteipräsident von der CVP Brickleys Gamsu Briggerbad zurück. Dazu legt er seine Arbeit im Kommunikationsteam von der CVP nieder und beendet seine politische Laufbahn Zito als Suppleant auf Ende März. Die Partei ist im Vergleich zu den letzten Wahlen von 45% auf 30% abgestürzt. Wie schon am Sonntag ist rausgekommen, kämpfen am 2. November Viola Amherd und Louis Ursprung um das Stadtpräsidium. Schon in stiller Wahl wiedergewählt worden ist im Bild der Vizepräsident Hans Schwestermann. Kein Kanton wächst so schnell wie das Wallis. Seit der Volkszählung im Jahr 2000 ist die Bevölkerungszahl um 9,6% gestiegen und man hat Ende 2007 rund 298'580 Einwohner gezählt. Davon sind rund 79'000 Oberwalliser. Die größte Stadt im Kanton ist Sito mit fast 29'000 Einwohnern. Die Agglomeration Brickleys-Natasch hat rund 20'000 Einwohner. An so schönes Wetter könnte man sich natürlich gewöhnen. Schauen wir in der Walliser Wetterprognose an, wie es für die nächsten Tage aussieht. Die paar Wolken, die an den Bergen hingen, haben glaube ich nicht viel gestört. Die Sonne hat nämlich freie Bahn gehabt. Das sieht man hier von Thermo mit dem Blick ins Rhonetellenbri. Auch für Mittwoch sieht es wieder prächtig aus. Sonnenschein für alle in den Bergtellen wie auch im Haupttal. Mit 19 Grad im Telli und Nadir kommt es euch am Mittwoch wieder schön warm. Lecce, Telli und Leikerbad kommen auf 16 Grad, Simplon und Zermatt auf 15 Grad. Am Donnerstag bleibt es euch noch sehr freundlich, Sonnenschein bei Temperaturen um die 21 Grad. Freitag, Samstag zeigt jetzt das Thermometer nur noch 16 bzw. 15 Grad an. Die Wolken verwehren der Sonne der Blick auf das Wallis meistens. Das waren wieder die Walliser Nachrichten auf der Oberwallis. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ade miteinander.